Zwei Stück. Oh, da ist ja richtig die Party da hinten. Wo? Ich sehe nichts. Bei mir sieht Ja, jetzt sind sie alle weggebrannt. ja, okay. Ja, wo ist sie hier schon? Ich Ähm. hoffe, ich finde unterwegs gleich einen Hund. Ich will nämlich auch wieder einen Hund haben. Ich habe keinen Bock, in die alte Welt zu latschen. Und da ist ein Creeper, verdammt, ey. Eins, zwei, drei, vier. Wie sieht das denn aus? Ich glaube, in dem Texture Pack sind die Melonsamen noch nicht drin. Das sieht komisch aus. Ja, ich glaube aber, ich werde eben kurz runter vom Server gehen und welcher halt Old Minecraft mal aktivieren von Texture Pack her. Das was? Das Ding, das alte Texture Pack, Ach so, das also Classic. ja. Da werde ich auch Okay, kurz. dann. Ja, wir können ja weiterreden. Wir können ja mal einen kurzen Stopp machen Ne, wir können und ja machen weiter, wir dann. können ja weitermachen. Ist ja Ja, da relativ kannst. schnell. Ja, das machen. Ich tue das dann auch mal ändern, weil bei mir sieht das dann auch gerade so ganz komisch aus. Ja, oder so. Wir gehen mal wieder zurück auf Standard, bis dann hier eine aktuelle Version, funktionierende Version da ist. Genau, bis gleich. Bis gleich. Resonanz kommt bei mir. Dass da ein paar mehr Leute zugucken. So, willkommen zurück. Ich Ja, wir sind habe wieder da. kurz meinen PC neu gestartet, hatte gerade auch wieder ein paar Probleme. Irgendwas stimmt wieder mit meinem PC nicht. Ich krieg die Kotze. Warum habe ich. Au! Was denn? Ah, kam mir Spinne an. Ach so, okay. Ja, ich suche jetzt trotzdem nochmal nach einem gescheiten Ort hier. Wo man die Burg hinpflanzen könnte. Da liegen Pfeile und Knochen. Irgendwas stimmt eben mit meinem PC nicht. Bei mir läuft das Spiel angeblich jetzt gerade konstant auf 42 FPS. Okay. Also, die Seeds haben auf jeden Fall erstmal wunderbar funktioniert, wunderbar gereicht. Das Ja, macht habe alles ich schon perfekt. gesehen. Das ist genial. Jo, schick, schick. Jetzt haben wir hier einen kleinen Garten. Muss halt nur noch reif werden. Schön, jetzt machen wir da noch Ja, ein ich hätte bisschen eine Schaufel machen sollen, ne? Beleuchtung drauf. Ach, das sieht doch nach einem geeigneten Ort hier unten aus. Das bietet sich doch schon förmlich an. So, der Garten ist fertig. Muss ich halt nur jede Menge graben, graben, graben. Ja. Wen wundert's, ne? Wen wundert's? Da vorne sind Okay. Pilze gewachsen. Bin ich mal am Überlegen, was ich denn hier jetzt als nächstes mache. Ich mache Du hier kannst ja mit erstmal Graben helfen kommen. ein paar Löcher zu. Für die Burg oder was? Ja. Hast du da schon Platz gefunden? Ja. Wo? Da drüben auf den Hügel, oder was? Ich zeige dir gleich. Ich mache jetzt mal ein paar Schaufeln. Ich bräuchte erstmal Stickies. Da sind Stickies gewesen. Da habe ich Cobblestone noch dabei. Da kann alles mal weg, was ich nicht brauche gerade. Gravel brauche ich auch nicht, Pfeile brauche ich auch nicht, Dreck Na auch dann. nicht. Ich mach gerade mal ein So. bisschen Terraforming. So ein kleines bisschen verschönern hier, beziehungsweise die Unebenheiten bei uns ausgleichen. Ich habe jetzt einfach mal 5 Schaufeln gemacht. Da kann weg, da kann weg. Ja, Okay. so viele Spitzachsen brauche ich gar nicht. Was machen denn. Ach, hier ist das. Das schon fertig. Das ist auch fertig. Ach so, Ofen. Ja. Diese sind nicht überall alle fertig geworden, weil nicht genug Kohle vorhanden war. Ja. Das geht schnell. Ah, jetzt schmeiße ich erstmal die Ja, Eimer wieder rein. Die beiden werden wir nicht irgendwo war noch brauchen. was nichts Fertiges drin, ne? Muss ich mal gucken. Da sind noch 8 unfertige. Pickaxe, Da Flint. 32. Fertig. Fertig, gut, pack ich. Da So. wieder welche rein. Zack. Rest nehme ich mal mit. So. Ich mache mir noch ein paar Schäufelchen. Ist denn Ja, überhaupt noch? ich hab 5 Stück bei, da brauchst du keine machen, kann ich dir 2 geben. Nö, ich mache mir selber meine Schaufeln. Musst du wissen. War jetzt nur ein Angebot. Ja, wir werden die ja sowieso brauchen, oder nicht? Das wird sich zeigen, wie viel wir im Endeffekt brauchen, ne?
Genau. So. Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal ein paar dabei. Ja, So. Kabel, Cleanies habe ich auch genug bei. Okay, willst du direkt anfangen mit Bauen? Erstmal unten den Platz relativ frei räumen. Okay. Wenn du hier guckst, wo ich gerade runter gucke, da bietet Ja, sich ja Moment. förmlich an. Ich will nur noch kurz unser Haus ein kleines bisschen von außen beleuchten. Damit man es sieht, oder wie? Ja, dass man es von der Ferne sieht, so. Weil du kennst mich ja. Orientierung ist nicht da. So, wo bist du denn? Hier Hier unten unten, willst du es hinmachen? ja, weil der Platz bietet sich ja hier schon förmlich an. Brauchen wir Ich relativ wenig graben. hätte das vielleicht oben gemacht. Ja, können wir auch mal gucken, ob wir oben irgendwo was finden. Weil das ist ein bisschen tief unten. Wir können das auch weiter oben machen, das ist kein Ding. Wäre mir persönlich lieber, wenn wir dann ein schönes Plätzchen finden, dass wir das ein bisschen auf eine Ja, Erhöhung guck. klatschen. Wobei der Platz da hier eigentlich auch schon ziemlich gut aussieht. Wenn wir das Ja. jetzt hier noch ein bisschen anpassen, Ja. auf eine Ebene ziehen. Ja, da müssen wir einfach mal machen. Dann werden wir ja sehen, wie weit wir Ja. kommen. Vor allem eine Burg braucht ja schon relativ viel Platz. Ja, genau. Und so eine Burg ist ja auch meistens auf einem Berg platziert. In der Regel ja. Es gibt aber auch Burgen, die Ja, es ist auf eine Flachland. Festung. Eine Festung ist eher auf dem Berg. Oder werden wir ja sehen, was wir daraus zimmern, ne? Das werden wir sehen. Irgend so was in der Richtung wird schon was bei rumkommen. Oh, das geht ab hier. Und es wird wieder dunkel, um Gottes Willen. Das heißt, wir schlagen uns gleich mit Monster rum. Nö. Sollen wir dann zurücklatschen und schlafen, oder wie? Ja, kurz Oder wir wach können ja werden. für die Zeit, während wir hier bauen, eine Set Time benutzen. Nee, ach so, es hätte, ja, dann mach mal. Wie Dann war das setz nochmal? mal die Zeit auf. Time Set 1000 mache ich jetzt einfach mal. Zack, da schon haben wir es wieder hell. Ja. Und ich bin voll. Du musst Ich mal. merke das schon. Wie kannst du da schon voll sein? Ich habe ziemlich viele Cleanies dabei. Ach so, okay. Ja, aber der Platz hier, der kleine Platz, der wird nicht reichen. Das sage ich jetzt schon. Meinst du? Das wird nicht reichen, ne. Das ist zu klein. Müssen wir noch eine Etage tiefer graben. Ach so, ja, das können wir machen. Das können wir machen. Wir haben ja genug Schaufeln dabei. Ja. Dann. Wie viel hast du eigentlich gemacht? Wie viel Schaufeln? Ich habe vier. Ach verdammt. Jetzt habe ich ein Vier Loch rein. ganze Schaufeln. Jetzt habe ich ein Loch reingerissen. Hoppala. Blöpp. Uiuiui. So, ei, nee, das war nicht gut. Wieso, was So. hast du gemacht? So. Nee, ich habe hier nur gerade ein bisschen viel weggenommen. Wie weit es jetzt eigentlich unten die Höhle erforscht hat, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt komplett war, die. Also ich habe nicht mehr so viel gefunden. Ne? Gut, das ist gut. Ob die komplett durch ist, weiß ich allerdings auch nicht, weil so ein paar geheime Schächte, die findet man ja immer noch und die, ja, werden dann ziemlich schnell riesengroß. Oh ja. Woher kennt man da bloß? Ja. Auch auf meiner kleinen Singleplayer-Map, da geht das auch ziemlich ab. Das ist Wahnsinn, was da mit dem neuen World Generator dazugekommen ist. Also das ist schon echt Hammer. Ja. Vor allem diese unterirdischen Schluchten und ach, fantastisch. Die sind richtig, richtig genial. Ich habe mir jetzt auch die. Wann war das? Ich glaube, Samstag war das. Habe ich mir ein Video angeguckt mit einer riesen TNT-Explosion. Okay. Ich weiß nicht, ob du schon mal so geguckt hast. Ja, da gibt es ja einige, ne? Ja. Was da für ein Krater plötzlich entstanden ist. Das ist schon unglaublich. Ich habe es dann auch mal selber versucht. Habe so eine riesen TNT-Explosion aufgebaut mit den MC-Edit. Musste dann Nö, die habe ich leider feststellen, nicht gebraucht. dass der PC dann durchaus relativ schnell an der Grenze gestoßen ist.
Wir haben den Server zum Absturz gebracht, ey. Ja, auf dem Server sollte man sowas tunlichst unterlassen. Ja, richtig. Weil selbst mein PC, ich habe ein. Weil ich habe ja gewusst, dass schon dann relativ viel Rahmenspeicher gebraucht wird. Ja, trotzdem, ich habe das Spiel auf 6 GB eingestellt, trotzdem war mein PC dann relativ schnell am Ende. Oh. Nach einer halben Stunde waren die 6 GB dann voll und bei mir am PC ging nichts mehr. Okay. Ja, ich musste dann zwangsweise Minecraft beenden, sonst hätte ich nichts am PC machen können. Oh. Dann der hängt sich dann schon richtig böse auf. Oh ja. Ich werde dann aber wahrscheinlich mal über Nacht sowas laufen lassen, ein Video dazu machen, einfach spaßeshalber. Weil das ist doch schon durchaus witzig, sowas zu sehen und selber mal zu machen. Einfach nur aus Fun halt, weißt du? Und hab schon wieder okay. Geschafft. Ja, ich habe auch schon meine zweite oder. Ja, meine zweite. Ja, ich habe schon meine dritte mittlerweile. Okay, ich laufe hier einfach mal über dich, über dein Zeug rüber. Ja, kannst du machen. Wie gesagt, ich bin voll. Weil ein bisschen Dirt kann man, glaube ich, immer ein bisschen fürs Terraforming brauchen. Oh ja. Vielleicht bauen wir ja noch ein bisschen Berg an. Man weiß es nicht. Man munkelt nur. Vielleicht haben ja auch unsere Zuschauer da ein paar richtig gute Ideen, was man denn mit so viel Dirt anstellen kann. Eine Lagune. Ja, genau. Aber eine gute Lagune, ich glaube, das dauert ewig, bis wir sowas zusammengezimmert haben. Oh. Das ist, glaube ich, nichts wirklich für ein Let's Play. Sowas kann man vielleicht für ein Let's Show oder sowas machen. Ja. Aber in einem Let's Play ist das einfach viel zu langweilig, weil man sieht ja selbst hier, allzu viel Action ist hier nicht und wir sind hier schon zu zweit am. Ja, wir können ja einfach mal die Nächte durchlaufen lassen, dann haben wir genug Action. Ja, genau. Ach, das geht aber auch noch alles relativ flott, wie man sieht. Aber der Vorteil ist, wenn wir das jetzt im Let's Play machen und andere Leute wollen halt nachbauen. Richtig. Können die sehen, wie wir veranstaltet haben. Zwar, wie immer, werden wir da ziemlich komisch veranstalten. Ja, na, komisch ist Programm, ne? Ja, das auf jeden Fall. So, ja, der Platz sieht doch schon wesentlich besser aus für sowas. Jetzt würde ich vorschlagen, den Dreck können wir ja eigentlich benutzen, um das hier alles ein bisschen zu begradigen, wo wir draufsetzen können. Naja, also. Achso, dann halt an den Seiten, ja, klar. Das ein bisschen besser aussieht. Ja, da müssen wir uns dann auch noch einen schönen Aufgang machen. Müssen wir uns entscheiden, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ja, klar. Ich will vorschlagen. Ach, verdammt, nicht da. So. In welche Richtung das Ganze dann auch schauen soll, von der Burg her. Der Eingang. Ja. So, mache ich hier mal ein bisschen zu. Zack. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich gehen muss. Noch ein bisschen. Och, ich baue hier einfach mal. Es wird schon irgendwie richtig sein. So, jetzt noch ein weiter. Passt. Wenn wir Dreck brauchen, um das hier Gelände zu erweitern, haben wir mehr als genug. Wenn ich mich hier so umgucke. Ja, da ist ein bisschen was zusammengekommen. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, wie viele Stacks, aber es ist einiges. Weil wir müssen das ganze Gras hier abreißen, ne? Sonst können wir da drauf nichts bauen. Ja. Und da kriegen wir wieder.